Hallo Leute, willkommen bei Bernies Wurleder und Knife Shop. Heute baue ich ein Möbel mit 9 Schubladen, das meine Tochter verwenden wird, um ihre Schulsachen schön nach Fach zu organisieren. Ist an und für sich eine relativ einfache Geschichte. Als Material habe ich eingefärbtes MDF genommen. Auf dieses Material bin ich durch Christinas Kanal Get Hands Dirty aufmerksam geworden. Ich mache einen Link zu dem Kanal von Christina dann unten in die Beschreibung. Nun, ich hoffe, das Video wird euch gefallen und wo notwendig werde ich das eine oder andere Mal kommentieren. Die Schubladen habe ich aus verschiedenen Abfallmaterialien gemacht, meistens MDF, aber ich hatte nicht immer die gleiche Dicke, so dass ich etwas jonglieren musste. Aber letztendlich haben alle Schubladen die gleiche Größe. Damit das unterschiedliche Material nicht so auffällt, teilweise war auch noch Sperrholz dabei, habe ich am Schluss die ganzen Schubladen dann weiß bemalt, aber das sieht man dann später. Nun, das war eine ziemliche Serienarbeit, all diese Schubladen zu erstellen. Aber ja, nach der zweiten, dritten hat man es im Griff. Das Fingerloch im Boden dient dazu, einen allfällig verkanteten Ordner von unten wieder aus der Schublade herauszuschieben. Der Gartenhagel und Landstreicher. Nun, hier kommen wir zu diesem speziell eingefärbten MDF. Es gibt es in verschiedenen Dicken. Für die Grundplatte habe ich 16 mm dickes MDF gewählt, für die restlichen Teile 8 mm dickes. Nun, da MDF natürlich etwas brüchig ist, musste ich mir überlegen, wie ich diese zwei Grundplatten zusammenbringe. Ich habe mich dann letztendlich für Dübel und zwei Komponenten Leim entschieden. Nun, ein erstes Anpassen der Seitenwände. Ich habe das Ganze nicht eigentlich ausgemessen mit Plänen, da ich ja wie gesagt die Schubladen aus unterschiedlichem Material gemacht habe, wollte ich doch zuerst die Schubladen alle beisammen haben und habe dann wirklich direkt aufgrund der Schubladenmaße die Seitenwände und alles zugeschnitten.
Die Seitenteile wurden dann letztendlich auch mit zwei Komponenten Leim und schwarzen Schrauben zusammengehalten. Hier sehen wir die Unterseite. Ich habe dann einfach meinen Werkbank so benutzt, dass ich die Seitenteile senkrecht nach unten festgeschraubt habe und die Unterseite des Gestells oder des Schubladenkorpus dann so benutzt habe, um das Ganze anzuzeigen, die Löcher zu bohren, damit es dann eben entsprechend zusammengeschraubt werden konnte. Hier eine schnell zusammengeschusterte Leere, um Verstärkungsdreiecke aus diesem MDF-Material zu schneiden. Die schwarzen Schrauben stecken bereits unten in der Bodenplatte, so dass ich sie von unten her dann nur noch in die Seitenwand reinschrauben konnte. Die Zwischenebenen aus 8 mm dickem schwarzem MDF musste ich natürlich auch irgendwie zusammenfügen. Da habe ich als Dübel dann eigentlich einen Nägel genommen, den ich die Köpfe abgeschnitten habe und das Ganze dann auch mit zwei Komponenten Kleber verklebt. Die horizontalen und vertikalen Zwischenwände habe ich entsprechend ausgeschnitten, so dass man das Ganze ineinander schieben konnte. Hier sieht man nun, wie der erste Zwischenboden eingepasst wird und man sieht auch die Aussparung, die ich gemacht habe, um dann die vertikalen Wände oder Zwischenwände einzuschieben.
Der Trick, die Schnittgeraden mit Klebeband zu markieren, hat sich eigentlich sehr gut bewährt. Ich musste einfach das Sägeblatt so hoch wie möglich drehen, damit ein möglichst gerader Endabschluss entstand. Okay, noch der Deckel oben drauf und das gute Stück ist dann mehr oder weniger fertig. Ich hoffe, dass das Video euch gefallen hat, euch vielleicht auch jetzt was inspiriert hat. Und wenn ja, dann gebt mir doch vielleicht ein Like. Und wenn ihr noch nicht auf meinem Kanal abonniert seid, überlegt euch vielleicht, ob ihr nicht ein Abo platzieren wollt. Ich danke euch, dass ihr das Video angeschaut habt, freue mich, wenn ihr zurückkommt. Und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Bernie. Tschüss.